Nee, ist es nicht. Ich meine, wir haben ja auch die ganze Arbeit gemacht. Unser Nook kam nur zum Schluss dazu. Okay. Eine böse Macht hat mich in diese Höhle gelockt. Jetzt, da du auch hier bist, gibt es gar keine Zweifel mehr. Das hier muss Orochis Höhle sein. Ich habe mich schon gefragt, wo der jetzt eigentlich abgeblieben ist. Hm? Emmy, ist jemand bewusstlos? Oh nein, es ist Lika. Muss ich jetzt exakt dasselbe machen wie beim letzten Mal? Das ist also dieser verfluchte Orochi. Emmy, diesmal ist es wirklich ernst. Erinnerst du dich, dass Orochi auf den Höhepunkt deiner Kraft nur ganz knapp besiegen können? Und am Ende wirst du auch gestorben. Narren, ihr könnt jetzt wagen, euch mir entgegenzustellen. Ich werde mein 100. Opfer verspeisen und der Gott der Unterwelt werden. Dann werde ich ewige Finsternis über das Land bringen. Aber erst werdet ihr dafür bezahlen, dass ihr meine dunkle Zukunft mit eurer Anwesenheit beschmutzt habt. Ich bin ein Fremder in diesen Landen. Meine Worte bedeuten mir gar nichts. Aber Kuton wird jetzt dein Blut vergießen. Sollte mehr als genug sein, um seine Bedürfnisse für immer zu befriedigen. Ja, ich habe das Gefühl, Oki geht drauf. Nein, Oki, warte. Lika ist auf Orochis Rücken. Das ist mir egal. Orochi wird mein ultimatives Opfer an das heilige Schwert. Kuton wird die Bestie bis auf ihre blanken Knochen verzehren. Hey! Das ist schlecht. Der Sarg ist noch nicht einmal fertig. Diesmal bleibt natürlich diese Anfangsphase weg, wo wir den Sarg noch nicht hatten. Komm mal ran hier, komm her. Ja, feuer mal ein bisschen. Und musste das zweimal machen, ne? Der musste da irgendwie komplett K.O. liegen. Genau so war das. Stimmt, ich musste da hoch. Fuck, 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 fuck. Muss ja gar nicht die Köpfe eindreschen, sondern noch das Ding hier. Fuck, 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 fuck. Er wird wach, er wird wach, er wird wach. Ganz schnell weg. Es ist quasi eine abgekürzte Version vom Kampf, weil wir diesmal schon den richtigen Sarg haben.
Lecker. Das schmeckt. Kaputt. Jetzt waren, ja genau, jetzt ging es um die einzelnen Köpfe. Er hat 8 Köpfe, ne? Das nehme ich halt so 8-mal durchziehen. So. Kopf Nummer 1. Sauf. Ist der hier irgendwie anfällig für, wenn ich das benutze? Ja, sogar sehr. Natürlich sehr gut. Nö, 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 nö. So einfach mache ich den nicht, Kumpel. Yum 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 yum. So. Zur Nummer 3. Nee, 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 nee. Mich gibt's nicht zu fressen. Hä? Hey. Da rein bitte. Danke. Halbzeit. Verdammt. Ich will jetzt nicht auch nicht alles an den verklempern, weil diese Exorzismus-Dinger sind ja auch scheiße teuer. So. Zwei noch. Hehe.
haben es fast. Komm. Und der letzte. Exorzismus-Ding. So. Hey, aus dem Weg. Schweig. Huton, erwache. Die Zeit ist gekommen, silbern zu glühen. Gewähre mir die Kraft des Himmels. Ich hab das Schwert, denk da nicht mal dran. Was zur Hölle? Okay. Ich verstehe das nicht. Warum will Kuton nicht erwachen? Warum Kuton, warum? Bleib sofort stehen, widerwärtiger Lindwurm. Ey, ist es der, der ich glaube, dass er es ist? Vernehmt dies, Nagi, der größte Krieger aller Zeiten. Und von diesem Tage an Schutzgottheit des Dorfes Kamiki. Da lacht sogar Mina. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt den Hilflosen antun willst. Deine Zeit ist vorbei, spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Ja, wenigstens ordentliches Schwert. Was? Och, du Follows. Shiranui, ich weiß nicht, warum du hier bist, aber Orochi gehört mir. Ich werde die Bestie besiegen. Ja, dann machen wir. Zeit ist gekommen. Großer Götter des Himmels, lasst diese dunklen Wolken verschwinden. Wohnt dem Untergang der Bestie durch mein treues Schwert Bogunjenjin bei. Warte, das hört sich alles irgendwie vertraut an. Ach ja, die Legende von Nagi. Sein Schwert gewann Macht über das Böse, als der Mond darauf schien. Wenigstens sagt man das so. Also brauchen wir wieder Mond. Ja, falsch rum. Sein Schwert ist... Hä? Was für ein Teufeler ist das? Mein Schwert, es glänzt auf einmal golden. Es muss die Hilfe des Himmels sein. Nein, die Hilfe des Wolfs, der daneben hier steht. Wer dieses göttliche Geschenk mit aller Macht führt. Nagi ist die Klinge der Wahrheit. Das... Gute... Wird dem Bösen niemals unterliegen. Jetzt das stärkste Nagis, die Kampfkünsten. Göttlicher Spalter! Ja.
könnte das Schwert des Zeus sein. Erhalten göttliches Instrument. Donnerklinge. Schwert mit dem Geist des Blitzes. Nutzt Macht des Blitzes. In dem Moment, als die Legende von Nagi sich erfüllte. Es war der schönste Anblick, den man sich nur vorstellen kann. Mondlicht gebadelt, funkelte und reflektierte Nagis Schwert. Goldenes Licht. Mit dem Sieg über Orochi wurde die Bestie für 100 Jahre gebannt. Schwert wurde Tsukuyomi getauft und in der Mondhöhle aufbewahrt. Die kleine Lika, das Mädchen vom Oina-Stamm, das von Orochis dunklen Kräften verflucht worden war, wurde von ihrem Fluch befreit und wurde wieder normal. Aber einer, nämlich Oki, zeigte nicht solche Anzeichen der Erholung. Orochis Kräfte hatten seinen verzweifelten Angriff vereitelt. Trotz der unglaublichen Gefahr hatte Kuton nicht seinen silbernen Glanz gezeigt. Okis Herz brannte bei dem Gedanken daran, dass Nagis Schwert geschafft hatte. Weil er in seinem Innersten beschämt und rasend vor Wut war, schlich er sich unbemerkt in der Dunkelheit davon. Also, vor dem müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Ich habe die Bestie besiegt. Ich, Nagi, habe den verfluchten Orochi besiegt. Das wissen wir nun ja schon. Wirst du jetzt endlich aufhören, dich ständig zu wiederholen? Ich preise deinen Mut, Shiranui. Aber ich war es. Die widerliche Bestie erlegt als genau so ein Arsch wie sein Nachfahre. Wie auch immer, das Heckneu hier hat die ganze Arbeit gemacht. Aber egal. Wo ist Oki hin? Er ist verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Nun zumindest haben wir Lika gerettet. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Was hat dieser Orochi jetzt vor? Ich dachte, er wäre tot. Isun, komm wieder her. Hey, Alter, komm lieber schnell her. Schnell. Alter! Shiranui? Emmy! Ah, das ist die echte. Also die aus dieser Zeit. So ist sie gestorben. Du hast mir das Leben gerettet. Wie, und jetzt mach dich weg, du Idiot. Hey, ihr beiden. Dieser Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Ah, das ist Jagu! Jetzt verschwindet, wenn ihr so lange noch eine Chance habt. Ist das der alte Ishaku? Ja, wie gesagt, es wiederholt sich alles. Herrlich.
Weißt du, dieser Wolf, der Nagi geholfen hat, das war Shiranui. Oder mit anderen Worten, das warst du vor 100 Jahren. So hat dich dein Ende ereilt, nachdem du mit Opa gereist warst. Du hast den verfluchten Orochi bekämpft und besiegt, nur um selbst auch zu sterben. Isun, bist du das? Lika! Wir haben uns ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, nur schade, dass wir uns auf diese Weise wieder treffen. Was hat dich dazu gebracht, durch das Geistertor zu gehen? Geistertor? Was ist das? Ich erinnere mich nur an zwei Eulen, die mir in einem Traum erschienen sind. Sie haben mich eingeladen, mit ihnen im Wald zu spielen. Das waren die beiden Dämonen. Das nächste, was ich weiß, ist, wie ich hier aufwache. Gott sei Dank bist du mit deinem Hündchen gekommen, um mich zu retten. Du hattest einen Traum von zwei Eulen? Sind die Schutzgottheiten von Kamui nicht Eulen? Warum sollten sie dich eigentlich hierher führen? Sieh an, Emmy. Die Sonne. Die beginnt zu verschwinden. Der Tag der Finsternis ist gerade dabei zu beginnen. Diese Finsternis, die einen ganzen Tag dauert. Nur alle 100 Jahre. Tag der Finsternis, was ist das? Sieht aus, als wenn etwas ein großes Stück von der Sonne abbeißen würde. Emmy, du bist die Göttin der Sonne. Was passiert mit dir, wenn die Sonne verschwindet? Sonnengöttin, was ist das? Lika, wenn sie Vulkanbeschwörung durchführen, oder? Damit werden die gefrorenen Gipfel der Isofuji zur Eruption gebracht, stimmt's? Solltest es lieber schnell machen, wenn du es nicht tust, dann wird Kamui für immer einfrieren. Oh Gott, Kinder. Du meinst das Gebet, das wir in dem Berg am See richten? Ich kann das Gebet des alten Kimo perfekt nachmachen. Er hat mir sogar gesagt, dass ich es sehr gut mache. Ich weiß, deshalb brauchen wir deine Hilfe. Los, Emmy. Zurück nach Webcare. So schnell, wie du kannst. Ja. Das geht plötzlich alles viel schneller, ne? So, jetzt sind wir wieder im Zentrum. Also muss ich zum See. Wow. Aber ein fieser Schneesturm. Er bläst von der anderen Seite des Dorfes. Aber egal, wir müssen Liga zum Altar bringen. Wir sind beinahe am Ufer des Leitschi-Sees. Ich muss ja hier hoch. Meine Güte, was ist mit diesem fiesen Schneesturm los? Ich meine, woher verdammt nochmal kommt der? Von den Dämonen. Da oben im Schrein. Hä? Ich dachte, alle würden sich am Alter versammeln, aber hier ist niemand. Nicht einmal der alte Kimo oder Samike. Wir können Lika hier nicht allein bei diesem Wetter beten lassen, verdammt nochmal. Wo zur Hölle sind denn alle hingegangen?
Ja, Geschichtsstunde machen wir jetzt aber nicht. Sind die oben beim Schrein vielleicht? Ja, das sieht vielversprechend aus da oben. Was machen denn alle hier? Hey Leute, wir haben Lika hergebracht. So mit diesem fürchterlichen Schneesturm. Es... Der Tag der Finsternis. Dieser Tag kommt einmal alle 100 Jahre. Nun ist er wieder einmal so weit. Darum macht die Monster den Schneesturm sogar noch stärker. Und Oki konnte er nur so verantwortungslos in Zeiten wie diesen sein. Er hat das Tor zerstört auf seinem Weg zum Vaku-Schrein. Was? Ich hatte versucht, ihn aufzuhalten, aber er hat mit dem Schwert Kuton herumgewedelt und das ging durch das Tor, bevor ich irgendwas unternehmen konnte. Jetzt wird Kamui einfrieren und die Sonnenfinsternis nun kommt oder nicht. Oki ist plötzlich verschwunden, nachdem wir Orochi besiegt hatten. Ich hätte nie gedacht, dass er hinterherkommen und so etwas tun würde. Ich wette, er will nur den ganzen Ruhm für sich allein einsacken. Nein, Oki ist nicht so einer. Ich weiß, warum er das göttliche Schwert Kuton genommen hat. Er hat versucht, das Richtige für das Dorf zu tun. Als die beiden Dämonen am Schrein Sofuchi erwachten, war es Oki, der kam, um Kemo zu retten. Hä? Ich dachte, es wäre Samickel gewesen, der den alten Kemo gerettet hat. Oki hatte die beiden Dämonen abgelenkt, damit Kemo und Samickel entkommen konnten. Schön verschwiegen. Sie haben nur überlebt, weil Oki ihr Schild war und für sie gekämpft hat. Oki ist der Stärkste von uns und trotzdem konnte er es nicht mit ihnen aufnehmen. Der Glück, dass er da lebend wieder rausgekommen ist. Boah, es ist wirklich eine ganz schöne Glanzleistung. Ein Kampf gegen zwei Dämonen zu überleben. Er war wütend, dass er die Dämonen nicht besiegen konnte, also nahm er das Schwert und verließ das Dorf, um weiter zu kämpfen. Ich weiß, dass er das Schwert gestohlen hat, ist unverzeihlich. Er hat nur versucht, das Richtige zu tun. Alles, was er tut, macht er, um das Dorf zu beschützen. Wird nicht mehr lang dauern, bis die Sonnenfinsternis die Sonne verschwinden lässt. Wenn die Vulkanbeschwörung nicht den Esofuchi zum Ausdruck bringt, wird es immer kälter und kälter werden, bis Kamui komplett eingefroren ist. Bitte, Lika, wir benötigen deine Kräfte, damit die Vulkane ausbrechen. Oki sagte mir immer, was für eine Art Euner ich werden sollte. Er sagte, dass ich eine gute Euner werden soll, meine Kräfte dafür einsetzen soll, einem zu helfen. Glaubst du, es würde allen helfen, wenn ich so wie immer beten würde? Wen kümmert schon diese blöde Schneesturm? Ich werde beten, dass unser Berg wieder zum Leben erwacht. Das ist mein Mädchen. Jetzt geh, meine kleine Kriegerin. Wenn du nicht bald mit der Beschwörung beginnst, wird es zu spät sein. Wie die alle rennen? Die Wand, das Eis wird zerschmettert werden, im Weg in den... Oh. Deswegen hier durch. Heißt es, ich soll jetzt hier rein? Wir gehen da wirklich hin, Emmy. Die Ruinen der Vaku-Schrein liegen am Esofuchi. Ist ein seltsamer Ort, der vor langer Zeit von Leuten von Wipke entdeckt wurde. Im Gitter liegt ein Altar mit den Statuen der Zwillingsdämonen. Der Weg dort hoch ist mit seltsamen Apparaten gepflastert. Die Zwillingsdämonen sind bekannt als Lechko und Nechko. Ihre Altarsstatuen sind vor langer Zeit zum Leben erwacht und haben das Land terrorisiert. Sie wurden von einem legendären Euner-Helden besiegt und eingesperrt, aber es scheint, dass sie wieder ausgebrochen sind und wieder das Land plagen. Das kann kein Zufall sein. Ich meine, erinnerst du dich daran, was Neunschwanz gesagt hat? Weiß schon etwas über Yami, den Herrscher des Landes Finsternis. Ich weiß nicht genau, wer dieser Yami ist, aber alle Arten von merkwürdigen Dingen sind passiert, nachdem Orochi wieder erschien. Wer weiß, ob dieser Bergschrein überhaupt etwas mit dieser Sache zu tun hat, aber ich finde, wir sollten nicht so besonders vorsichtig sein. War auf dem Schrein. So, bis zum nächsten Speicherpunkt mache ich noch. Warte mal, Emmy.
Ich sehe diese Kanonen da drüben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sind, um zu begrüßen. Lass uns ruhig und langsam angehen. Zurück. Also wenn ich langsam gehe, schießen die nicht auf mich, oder was? Doch. Ist es so eine Art Spiel oder was? Wenn wir das Gewicht auf der anderen Seite ausbalancieren, vielleicht hast du es noch nicht bemerkt, aber ich wiege keine Tonne. Nein, sollte ich das hier machen.
Ach, da ist noch mehr. Hier rein. Ein Schlüssel. So. Du, mach auf. Oh. Da oben ist die Statue. Hey, noch mehr von den Kanonen. Ich hätte da noch eine Idee, warum bin ich da eigentlich vorher nicht drauf? Ach so, warte. Meine Schuld, ich hab nicht aufgepasst. Oh, hier ist ein Loch, kann ich rumbilden. Okay. Okay.
Ja, ich juck dich nicht. Na, speichert schon. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier im Waffenschrein das nächste Mal wieder auf der Suche nach dem lieben Oki. Bis dahin bei Okami. Tschüss.